Hallo und herzlich willkommen bei Dort.com. Mein Name ist Simon. Wir sind heute hier in Dänemark, in dem Showroom von Outwell und stellen euch die neue Premium-Kollektion 2019 vor. Diese zeichnet sich durch das Ortex Pro 6000 Material aus, welches ein Polyestermaterial ist mit einer Wassersäule von 6000 mm. Zudem haben die etwas kleineren Modelle aus der Kollektion ein Duratec Fiberglas-Gestänge. Und die etwas größeren hingegen haben an den Seitenwänden ein Stahlgestänge und im Dachbereich aus Gewichtsgründen ein Duratec Fiberglasgestänge. Nun zu den Eigenschaften der Premium-Kollektion. Outex 6000 Pro haben wir bereits erklärt. Das Fire Retardant bedeutet, dass das Material feuerhemmend ist. Chafed Seams, dass sämtliche Nähte Nahtband versiegelt sind, sodass auch über die Naht kein Wasser eindringen kann in das Zelt. Ein OGR-System ist dafür da, damit man die Abspannleine nach dem Verwenden des Zeltes wieder schön aufwickeln kann und dann an einer Klettöse befestigen kann. Das OWS System Force 9 zeichnet diese Kollektion natürlich auch aus. Das ist ein System, welches um das Gestänge fixiert wird und dann die Kraft des Windes von der Naht auf das Gestänge überträgt. Und somit hält das Zelt locker Windstärke 9 aus. Das Duratec Fiberglas ist etwas besser als herkömmliches Fiberglas, beziehungsweise ist es deutlich besser als herkömmliches Fiberglas, da dieses ummantelt ist. Falls das Gestänge mal brechen sollte, reißt es nur ein kleines Stückchen ein, dank der Ummantelung und nicht auf die volle Länge. Dann haben wir hier den Ambassador Master Bedroom. Dieser zeichnet sich durch eine Länge von 230 cm aus. Das Sealed Ground System bedeutet, dass der Boden komplett eingenäht ist. Das Easy Access System with Mesh ermöglicht einen schönen Eingang in das Zelt, da diese sehr großzügig geschnitten sind. Und hinter den Eingangstüren befinden sich jeweils auf die volle Größe Moskitonetze, damit Moskitos nicht in das Zelt eindringen können. Tinted Windows, abgedunkelte Fenster, 360 Assess-System. In der Schlafkabine kann die komplette Tür ausgezippt werden, in der Tasche am Boden verstaut werden, sodass man einen schönen Übergang von Schlaf- und Wohnraum hat. Das Dark and Inners ist dafür da, dass wenn man morgens etwas länger schlafen möchte, hat man hier in der Schlafkabine die Decke abgedunkelt, damit die Sonne einen nicht so stört. Toggle-Up-Curtains sind Fixierpunkte an den Vorhängen, dass man den Vorhang leicht über Knebel und Schlaufe fixieren kann, so dass man es ja, entweder schattiger im Zelt hat oder halt für mehr Privatsphäre kann man natürlich auch ganz schließen. Dann haben wir den Kabel-Entry-Point für Strom im Zelt und das Light-Pegging-System mit den Heringen in verschiedenen Farben für die verschiedenen Abspannpunkte.